Hallo liebe Potterheads und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo zu Hogwarts Mystery. Gestern ging ein großes Update live und ich habe mir hier einiges zusammengeschrieben, um euch alle neuen Informationen hier in dem Video bekannt zu geben. Daher möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen, wenn es ein wenig chaotisch wird. Mir ist es aber jetzt hauptsächlich wichtig, dass ihr eben alle Informationen so schnell wie möglich aus erster Hand erhaltet. Vorweg möchte ich mich schon mal bei allen Spielern aus unserer Facebook-Gruppe bedanken, denn dort habe ich wieder viele Informationen und vor allem auch sehr viele Screenshots erhalten können. Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich euch erstmal grob zusammenfassen, was es alles an Neuerungen gibt. Die Haustiere sind endlich verfügbar, wir können die Schlafsäle unserer Häuser besuchen, das Höchstlevel für die Attribute wurde erhöht und dies hat auch einen guten Grund, denn wir können jetzt mit Hilfe von Kleidungskäufen diese Attribute erhöhen und zuletzt wurde der Duellierclub eröffnet. Aber fangen wir von vorne an. Die Haustiere sind online. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, für Diamanten Haustiere zu kaufen. Die ganze Sache sieht wie folgt aus. Wir können uns zwischen einer Katze, einer Eule, einer Ratte und einem Frosch entscheiden. Die Katze kostet 215 Diamanten, die Eule 320 Diamanten, die Ratte 160 Diamanten und der Frosch eben auch 160 Diamanten. Die Tiere finden wir dann unter anderem in den neuen Schlafsälen. Dort heißt es, das Streicheln schlafender Tiere bringt dir Energie. Besuche deine Tiere und adoptiere weitere Tiere in deinem Schlafsaal. Es ist nämlich so, dass man die Möglichkeit hat, mit Hilfe der Tiere einen Energiepunkt zu erhalten. Das bedeutet, in regelmäßigen Abständen, ich weiß aktuell leider nicht, wie oft dies möglich ist, schlafen die Tiere ein, wir tippen diese dann an und erhalten dafür einen gratis Energiepunkt. Wie ihr eben gesehen habt, gibt es zurzeit 4 Haustiere und es ist auch möglich, diese 4 Haustiere zu kaufen. Also wir können aktuell alle Tiere, die im Spiel verfügbar sind, für unseren Charakter kaufen. Das ist natürlich ein cleverer Zug von Gem City, denn so werden mit Sicherheit in Zukunft sehr viele Diamanten für Haustiere ausgegeben und wir haben dann die Möglichkeit, in gewissen Abstunden 4 gratis Energiepunkte einzusammeln. Hier sieht man auch nochmal sehr schön, wo überall Platz für unsere Haustiere ist. Ihr seht dort eine kleine Pfote mit einem Plus. Klickt man dort drauf, kann man diesem Platz eben ein Haustier zuweisen. Das Haustier wird auch neben unserem Charakter angezeigt, also wenn wir durch die Gänge des Hogwarts-Schlosses laufen, sieht man das jeweilige Haustier und wir sehen das Tier auch in der Charakterübersicht. Hier in diesem Fall sieht man die Eule auf der Schulter unseres Avatars sitzen. Dann als zweites, wie schon gesagt, wurden die Schlafsäle freigeschaltet. Ihr hattet ja eben schon einige Bilder des Schlafsaals gesehen. Dieser startet mit einer neuen Nebenquest, in der wir das erste Mal den Schlafsaal unseres Hauses besuchen. Neben rein optischen Dingen ist der Schlafsaal hauptsächlich für die Lagerung unserer Haustiere zuständig. Und was ich schon mal vorab sagen kann, ist, dass sich die Schlafsäle nicht sonderlich voneinander unterscheiden. Ich habe in unserer Facebook-Gruppe Screenshots der einzelnen Säle gesehen und möchte euch diese natürlich auch nicht vorenthalten. Da hätten wir einmal den Schlafsaal für das Haus Hufflepuff, den Schlafsaal für das Haus Slytherin, den Schlafsaal für das Haus Ravenclaw und den Schlafsaal für das Haus Gryffindor. Auf diesem Screenshot kann man auch schön sehen, dass eben eine Katze dort auf dem Stuhl und eine Eule auf dem Sideboard sitzt. Der dritte Punkt sind die Höchstlevel für die Attributwerte. Bisher lag diese höchste Stufe bei Level 22, diese wurde jetzt auf 24 erhöht. Das bedeutet, wir können die Attributlevel mit Hilfe von Unterrichtsstunden auf die Stufe 24 bringen. Aber bisher war dies ja die einzige Möglichkeit, also wir konnten ja bisher nur mit Hilfe von Unterrichtsklassen die Attributwerte erhöhen. Das hat sich jetzt geändert. Denn Gem City hat eine Möglichkeit gefunden, wie wir endlich einigermaßen sinnvoll unsere Münzen ausgeben können. Doch bevor wir zu den Kleidungskäufen kommen, möchte ich euch nochmal folgende Übersicht zeigen, in der man sehen kann, wie viele Punkte man für die neuen Attributlevel benötigt.
Und dort sieht man, dass man von Stufe 23 auf 24 4526 Punkte braucht. Was wirklich eine ganze, ganze Menge ist. Ich bin gespannt, wann die ersten Spieler das erreichen werden. Aber kommen wir direkt zum interessanten Punkt, den Kleidungskäufen. Im Spiel heißt es wie folgt: Attributboni. Ab sofort erhältst du einen einmaligen Attributbonus, wenn du bestimmte Kleidung und Zubehör kaufst. Da du bereits Gegenstände mit Attributpunkten gekauft hast, fügen wir die Punkte jetzt deinem Inventar hinzu. Hervorragend! Die Sache sieht im Spiel wie folgt aus. Geht man auf unseren Kleidungsschrank, in welchem man für Münzen und Diamanten Kleidungsstücke kaufen kann, sieht man dort links oben in den einzelnen Symbolen, welcher Attributwert erhöht wird, wenn man eben dieses Kleidungsstück kauft. In diesem Fall erhält man für das T-Shirt, was 400 Münzen kostet, 50 Empathiepunkte. Diese sind, wie in der Spielinfo stand, einmalig und werden eben beim Kauf gut geschrieben. Das heißt, ihr könnt nicht das Kleidungsstück ausziehen und wieder anziehen, um jedes Mal die Attributpunkte zu erhöhen. Das ist wirklich nur beim Kauf möglich. Es ist aber meiner Meinung nach eine super Sache, denn ich komme so langsam an die 50.000 Münzen heran, was, wie ihr vielleicht wisst, die Höchstgrenze für das Münzenkonto ist. Und so habe ich nun eine Möglichkeit, mir Kleidungsstücke zu kaufen, die mir vielleicht optisch nicht sonderlich gut gefallen, aber eben mit Hilfe der Attributpunkte nun doch sehr interessant für mich geworden sind. Also schaut nach, welches Attribut ihr noch pushen müsst und kauft euch dann die jeweilige Kleidung im Ingame-Store. Und zu guter Letzt wird der Duellierclub eröffnet. Ich habe von einigen amerikanischen Spielern folgenden Screenshot erhalten, in welchem sie eine Mitteilung für den Duellierclub erhalten haben. Laut dem Screenshot sieht es so aus, dass man innerhalb von 32 Tagen gegen 4 Mitschüler ein Duell gewonnen haben muss. Bei 2 gewonnenen Duellen erhält man 2000 Münzen und bei 4 gewonnenen Duellen 10 Diamanten. Ob dies gegen echte Spieler oder gegen Computerspieler sein soll, weiß ich leider nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir gegen Computerspieler gewinnen müssen. Auch wenn es natürlich sehr, sehr cool und interessant wäre, endlich mal gegen echte Spieler Kämpfe ausführen zu können. Den Duellierclub findet ihr übrigens im Kerker. Dort wurde ganz, ganz rechts eine neue Tür hinzugefügt, über die wir dann in Zukunft den Duellierclub betreten können. Das waren soweit alle Infos, die ich bisher habe. Sollte ich irgendwas vergessen haben, dann schreibt dies gern unten in die Kommentare. Und ich hoffe, dass das Video euch einen groben Überblick geben konnte, was uns alles im Spiel erwarten wird. Wie gesagt, rollt das Update gerade aus. Schaut immer mal in euren App Store bzw. Google Play Store, ob das Update für euch schon verfügbar ist. Ladet es euch runter und freut euch über die neuen Inhalte. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Video.